Du, Lukas, ich glaube, wir sind gleich da. Das Navi sagt hier, jetzt rechts. Wo ist denn der Döns hier? Hier ist er, der Felix Hobbygarten. Da ist er. Mensch, lass mal reinschauen. So, wir sind heute zu Gast bei Felix, Felix Hobbygarten. Der ist vorne gerade seinen Jungpflanzenverkaufer machen. Und heute dabei habe ich den Davis. Und ja, wir schauen uns mal den Garten an. Los, da lang. So, was hat der denn jetzt hier in seinem Davis? Du weißt was, Lukas, ich gehe mal ins Gewächshaus, schau mich da mal um. Mach das mal. Ja, moin. Jetzt sind wir hier in Felix sein Glasgewächshaus. Ja, und hier schauen wir uns doch einfach mal um, was er hier für schöne kleine Pflänzchen drin hat. Das sind ein Teil von seiner Jungpflanzenanzucht, wo er jetzt gerade so einen Jungpflanzenverkauf hat. Die verkauft er gerade für einen guten Zweck hier für den Tierheim in Lingen. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal drinnen um. Ja, was haben wir? Wir haben hier den Mais. Was haben wir hier? Auf jeden Fall eine Gurke oder ein Kürbis. Die sehen ja recht ähnlich aus. Aber ich vermute mal, wir haben hier die Gurken. Dann kommen wir hier wahrscheinlich zu den Kürbissen. Hier wahrscheinlich eine Melone kann es hier sein. Hier ist auf jeden Fall einiges los. Wir gehen einfach mal hier rüber. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Kapuzinerkresse. Dann haben wir hier schöne, super Paprikas. Dann hier hat Felix seine Erdnüsse. Die hat er vor kurzem ausgesät. Wollte er eigentlich gerne mit beim Jungpflanzenverkauf mitverkaufen. Ja, die Keimung ist noch nicht so gut erfolgt. Deswegen wird hier so sein Plan, werden die hier später verkauft. Das sind hier alles die Erdnüsse. Ja, und hier vorne noch eine große Reihe Paprikas für sein schönes Foliengewächshaus, wo wir dann gleich auch nochmal reinschauen werden. Ja, da vorne, da hat er die Mini-Wassermelonen. Die hat er auch schon ausgepflanzt. Daneben an, da kann ich gar nicht so genau erkennen, was er da hat. Auf jeden Fall eine Menge ist hier los. Auch wenn wir hier nochmal rübergehen zu dieser Seite, auch eine Menge Paprikas und Chilis. Ja, und hier die Chili, die muss ich euch doch mal zeigen. Schaut mal diese klasse Farbe an. Die sieht richtig toll aus. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier Erbsen. Hier haben wir Erdbeeren. Das müsste die Hirse sein. Auch richtig interessant. Der Felix, der macht ja gerne so ein paar Gartenexperimente. Ja, und hier auf der linken Seite, ganz am Ende, da haben wir noch so ein bisschen Knoblauch. Ja, das ist Felix sein Glasgewächshaus. Ich denke mal, ich gehe mal zu dem Lukas wieder raus und dann schauen wir uns draußen nochmal drin um. So, währenddessen der Dave sich mal hier in dem Gewächshaus umgeschaut hat, habe ich mir mal hier den, ja, Grashügel angeschaut. Und wenn man mal reinguckt, manchmal kommt hier schon eine richtige Qualmwolke raus. Da sieht man richtig diesen Verkompostier, ja, Zyklus, wie sich richtig Hitze hier entsteht. Und das hat mir mal ein Gärtner empfohlen, das kann man später mal machen, wenn man kältere Nächte hat. Dann kann man den Rasen mähen, dann macht man sich einen kleinen Grashügel im Gewächshaus und dann spart man sich so die Kerze oder ja, ein Frostwächter. Na Luca, hast gefunden? Wollen wir nicht lieber hier mal Felix seine kleinen Fällerchen angucken? Können wir mal machen. Würde ich sagen, ne? Ja, was hat er denn hier alles? Lass mal schauen. Salat, Porree, Würsing. Hat er auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Pflanzen. Sehen auch schon ziemlich gut aus. Guck mal, dann daneben, da hat er nochmal den Salat stehen. Auf jeden Fall richtig viel. Hier kann er auf jeden Fall, da braucht er ordentlich Erdekörbe, würde ich sagen, ne? Also hier hat er sich, denke ich mal, so ein kleines Hochbeetchen hier gebaut. Und was wir hier noch haben, ist Knoblauch, Erdbeeren, ist ja eigentlich immer eine gute Kombi. Und der hat hier sogar ein kleines Thermometer liegen. Wir haben es hier aktuell gerade 14 Grad. Also fühlt sich irgendwie kälter an. Bevor ich das hier gerade sehe, Möhrchen hat er hier auch schon ausgesät. Richtig toll. Ah, stimmt, die kommen auch. Auch eine Mischkultur. Richtig toll. Was mir an diesem Hochbeet auf jeden Fall gefällt, ist Upcycling, ein Hochbeet aus gebrauchtem Holz. Da braucht man eigentlich gar nicht so viel immer investieren, sondern hier so ein einfacher Holzrahmen mit alten Brettern zusammengenagelt. Völlig ausreichend für so ein tolles Hochbeet. Wächst auf jeden Fall richtig klasse, rückenschonend. Ne? Und wenn wir nochmal hier auf die Mischkultur zurückkommen, hier Möhren und Knoblauch, das war ja auch oft bei der Zwiebel. Zwiebel haben wir ja so, dass jetzt bei Zwiebeln und Knoblauch haben wir ja die Zwiebelfliege, bei der Möhre haben wir die Möhrenfliege. Und jetzt kann sein, dass man mich jetzt noch korrigieren muss. Ich glaube, wenn du die zusammenpflanzt, ist das so, dass der Knoblauch und die Zwiebeln die Möhrenfliege ablenken und die Möhren die Zwiebelfliege. Genau. Also vertragen sich gut und unterstützen sich nochmal gegenseitig.
Du, ich schau mal hier Felix seine Kartoffeln an. Er hat ein schönes Kartoffelbeet. Ja, hier sehen wir Felix sein Kartoffelbeet. Hier hat er schon die Kartoffeln in Reihen angezogen. Die Kartoffeln hat er gleich schon angehäufelt. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Kartoffeln wesentlich schneller keimen. Und durch den Anbau an so einen Haufen hier bekommt er natürlich gleich wesentlich viel mehr Wärme in seine Reihen hier rein. Richtig klasse. Und der weitere Vorteil ist, wenn die Kartoffeln etwas höher wachsen schon, dann kann er in den Reihen gießen. Und das ist natürlich eine richtig klasse Sache. Auf jeden Fall das Feld, das ist richtig schön groß hier. Hier muss er ordentlich Erntekisten mitbringen, wenn er hier die Kartoffeln ernten möchte. Lukas, was hast du denn da hinten gefunden? Ja, ich glaube, du, der baut hier ein bisschen Löwenzahn an, ne? Also, hier ist reichlich viel davon. Du, das muss ich mir auch nochmal angucken. Ja, hier hat er ja seinen schicken Pfirsichbäumchen. Sieht gut aus, ne? Ein paar auch Blüten hat er hier. Genau, hier ist auch eine dran. Da auch. Richtig toll. Dann hat er hier seinen schönen Folientunnel. Ach, guck mal hier. Was hat er hier? Weizen. Weizen. Hast du schon mal Weizen angebaut? Nee, also ich denke, da brauchst du ziemlich viel Platz für, wenn du wirklich ernten möchtest, um daraus deine eigenen Brötchen zu backen. Glaube ich auch, ne? Aber wenn du das nur zum Test machst, dann denke ich, reicht so eine kleine Fläche. Und jetzt haben wir jetzt hier 1-2 Quadratmeter, die Felix jetzt hier angelegt hat. Aber könnte trotzdem spannend interessant sein. Interessant, ne? Mal zu sehen, vor allen Dingen, was für Arbeit da drin steckt, ne? Was früher die Leute für Arbeit wirklich reingesteckt haben, um so ein Brötchen oder Brot zu backen, ne? Das ganze Dreschen, das ganze Trocknen. Genau, heutzutage gibt es ja die ganzen Maschinen für. Genau. Früher wurde das doch alles per Hand gemacht. Nur damit wir unsere Sonntagsbrötchen auf dem Tisch liegen haben. Genau. Interessant. Felix hat auch noch einen hier Folientunnel. Guck das mal, wollen wir da mal nachschauen? Folientunnel, aber stell dich mal hier neben. Da musst du schon aufpassen, wenn er da durchkommt. Ja, ein bisschen, ne? Und Felix ist noch ein bisschen größer als ich, ne? Da muss ich bücken. Ja, da muss der, glaube ich, schon gebückt durchlaufen. Richtig. Felix, ich glaube, da kannst du mal ein bisschen aufräumen drin, du, ne? Weißt du was? Da schauen wir uns dann an, wenn da drin die Tomaten wachsen. Dann schleichen wir uns hier nämlich rein und dann naschen wir Tomaten. Genau, stimmt. Der hat uns ja jetzt hier ein paar Geheimnisse erzählt. Genau. Felix, das hättest du nicht machen dürfen. Wir werden es nochmal wiedersehen. So, und Felix, der macht auch hier viel fürs Auge. Ja, in den ganzen Zäunen haben wir hier überall Blümchen stehen, auch am Gewächshaus. Also wirklich tolle Sache. Hier ist nicht nur was für den Bauch im Garten angebaut, sondern auch was fürs Auge. Und ja, Davis, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Schön, dass ich bei dir mitlaufen durfte. Ja, klar. Und ihr, Freunde, ihr wisst Bescheid, unbedingt mal vorbeischauen. Naschgarten bei YouTube. Ich verlinke euch das mal unten drunter in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Und ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn der Zeitplan jetzt hier wieder alles in seinen normalen Gange geht. Freunde, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ja, ab nach Hause, wa? Ja, ab nach Hause, ab in den Sonnenuntergang hier. Genau. Hast du schon was in deinen Folientunnel eingepflanzt? Gestern ein bisschen hier Gurke, Wassermelone. Richtig. Mal ein bisschen riskieren, du, ne? Und du? Ich noch gar nicht, doch. Im Folientunnel? Nee, ich habe ja gar keinen Folientunnel. Mensch, ich habe mein Gewächshaus, aber...